Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. So, hallo, Herz, Seele, Ballfreunde. Das ist die Ausgabe für Mittwoch. Eigentlich ist es extrem doof, dass ein Fußballspiel ein so langes Nachspiel hat wie das Topspiel vom vergangenen Samstag. Es war ein gutes Spiel, ein schönes Spiel und trotzdem wird auch heute am Mittwoch noch über alles Mögliche diskutiert, über Herrn Zweier und über den DFB und über Herrn Bellingham. Und der hat nun eine Geldstrafe bekommen, exakt 40.000 Euro muss er bezahlen. Ja, das ist eine Riesensumme für unser Eins. Ich weiß aber nicht, was das für Jude Bellingham bedeutet. Ich finde das, ich habe es auch gestern schon gesagt, sowieso extrem albern. Man hätte den Jungen an die Kandare nehmen sollen, mit ihm reden sollen und so nach dem Motto, mach das nie wieder. Hätte gereicht. So, das Netz, also die Damen und Herren im Internet, reagieren natürlich sehr intensiv auf diese Geschichte. Und sie schreiben zum Beispiel, angemessen gewesen wären 300 Euro Geldstrafe. 40.000 Euro für die Wahrheit, was kostet wohl eine Lüge? Das sind so die Reaktionen, die man heute im Internet liest. Ich beschließe das Thema hiermit. Ich werde morgen, egal was passiert, egal wer sich da noch zu Wort meldet, ich sage nichts mehr dazu. Aber es ist ja ein bisschen komisch, wenn ich eingangs dieses Podcast sage, ja, das ist ja merkwürdig, ein Fußballspiel findet statt und wir reden dann noch 3 Tage über die Umstände. Aber ich muss ja zugeben, ich mit meinem kleinen Podcast lebe ja auch davon, dass ich dann zumindest meine Meinung dazu sagen kann, ob die bequem ist oder unbequem, erfolgreich oder weniger erfolgreich, sei ja mal dahingestellt. Aber letztendlich lebe ich ja auch davon. Also sollte ich dankbar sein, wenn die Menschen darüber diskutieren. Ja? So, ich habe meinen letzten Einsatz für 2021 gerade bekommen. Schön, am Samstag bin ich nochmal in der zweiten Liga zu Gast. Und zwar bei Ingolstadt gegen Dresden, aus München, aus dem Kabuff. Am Wochenende, ja, da nochmal in der ersten Liga bei Freiburg gegen Hoffenheim. Und dann auch nochmal in der englischen Woche bei Leverkusen gegen Hoffenheim. Also die Hoffenheimer bekommen mich wieder zu spüren. In der letzten und vorletzten Saison haben sie immer einen Schreck bekommen, weil die haben, glaube ich, wirklich so gut wie alles verloren, was man sich vorstellen kann, wenn Potowski im Stadion war. Und die Herrschaften sind abergläubisch. Das war ein echt schöner Abend. Kommst du noch auf einen Kaffee mit drauf? Nö. Den hole ich mir lieber bei Aral. Nicht nur als Ausrede heiß geliebt. Die Kaffeespezialitäten im Rewe to go bei Aral. Genießen Sie jetzt unseren winterlichen Creamy Karamell Latte oder den Creamy Hot Choc. Aral. Alles super. Auch der Leverkusener Trainer sprach mich beim 7:1 gegen Fürth danach an. Oh, sie haben wieder die gleiche Jacke. Da konnten wir ja nur gewinnen. Obwohl er mir dann auch mal in einem Interview gesagt hat, er sei nicht abergläubisch. Naja, Fußballer sind, glaube ich, immer abergläubisch. Eins noch, Horst Eckel, die Fans haben an ihn gedacht, haben dieses schöne Plakat hier auf dem Betzenberg gezeigt. Und ich finde, der Mann hat auch jede Erinnerung verdient. Gut, dass Tobi mir das nochmal geschickt hat. So, das hängen wir hinten dran. Und ich sag heute kurz und knapp, das war's schon. Wir sehen uns erstaunlicherweise, wenn alles gut geht, morgen wieder mit Herz, Seele, Ball. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Liebe Freundinnen und Freunde von Herz, Seele, Ball, ihr solltet es wissen. WhatsApp, der Messenger, das ist der, der deine Privatsphäre absolut schützt. Also da kann man im Grunde genommen wirklich guten Gewissens alles, aber auch wirklich alles chatten. Niemand liest mit, da gibt es eine End-zu-End-Verschlüsselung und ihr seid da auf der absolut sicheren Seite. Ich muss das in meinem Beruf auch ab und zu sein. Dann habe ich exklusive Meldungen und Nachrichten, die ich vielleicht meinem Chef weitergeben muss. Und da möchte ich natürlich nicht so gerne, dass irgendjemand anderes das lesen kann. Und da habe ich bei WhatsApp die absolute Sicherheit. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.